Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zu Fallout 4 in VR. Es geht weiter. Wir haben die Wasserversorgung wiederhergestellt und Bier gefunden. Massenhaft Bier und tote Raider, für die ich natürlich verantwortlich war. Bin gespannt, was jetzt kommt. Wir tun ein bisschen aussortieren und dann geht's zur nächsten Quest. Nach dem Intro ist los. Bis gleich. Wie ihr seht, ich bin bei Red Rocket, habe meine Waffe ein bisschen aufgemotzt, Munition aufgestockt, überflüssiges Zeug verschachert. Jetzt können wir weitergehen. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn wir hier die Quest noch Wicked Shipping Fleet Lockup, das machen wir. Die müssen wir von, keine Ahnung, irgendwelches Gesocks befreien. Das machen wir. Und dann gehen wir zu General Ward. Denn da müsste die Quest jetzt auch vorbei sein. Oder verfügbar sein, je nachdem. Los geht's. Ja, wie es aussieht, kommt jetzt gleich ein Säureregen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Meine Rüstung ist jetzt nicht so Säure- oder Radioaktivitätsresistent. I hate them. Aber es ist echt nice anzuschauen. Wenn da mal der grüne Schmor da um uns herum ist und wir allmählich dann quasi mit der Radioaktivität in Berührung kommen. Oh, wow, wow, was geht ab? Hast du es gesehen, Ghost? Das gucken wir uns mal an. Was ist das? Nah genug dran. Boah, sind das viele? Warum sind da so viele Menschen? Settlers? Warum sind da so viele Settlers? Die sind alle böse. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Die sind alle rot. Warum? Bin mir nicht sicher, was wir machen sollen. Gabe, was sollen wir machen? Erstmal safen wir. You work on your ghoulish figure? Ja. Okay. Gehen wir mal langsam hin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Die sind rot. Warum sind die rot? Was ist los mit euch? Das sind fucking Sins. Das sind fucking Sins! Und dann noch nachladen. Fucking Sins, ey! Mit Flammer. Juch. What the fuck? Einfach what the fuck? Was ist da los? Fucking Sins, ey. Whoa.
Quick save. Haben die irgendwas Gutes? There we go. Das increase amount of damage to more withdraw effect if you're suffering. Schwert. Nice. Aber Munition haben die jetzt nicht oder so. Fucking Sins. Boah, leckt das hier. Missile Launcher. Die Ausrüstung hier. Ist die besser als meine? Ja, um einiges. Aber nur das Chesspiece. Right leg. Left leg. Naja, bleiben wir bei dem Standardzeug. Okay, das war jetzt crazy. Irgendwelche Sins, die sich als Settlers ausgegeben haben. Sehr merkwürdig. Haben wir gedacht, sie kommen irgendwie. Keine Ahnung, ist da coole Dinge am Werke? Irgendwie wurden die hierher teleportiert. Ich meine, das Institut hat ja die Technologie, solche Dinge zu tun. Okay. Weiter geht's. Es leckt halt immer noch krankhaft. Ob es am Gras liegt, ich bezweifle es. Vielleicht muss ich dran schrauben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es noch erträglich. Auf jeden Fall müssen wir da lang. Ich werde es in den Aufnahmen der Sonne sehen. Müssen wir hier rein? Oder waren wir doch schon? Okay. Da ist der Eingang. Da waren doch alles voller Ghouls. Gehen wir halt nochmal rein. Ghouls. Da können wir mal eine neue Waffe ausprobieren. Und zwar... hier. Ein Ghouls mit einer Ghouls-Layer-Mod. Da braucht man nicht kein Visier. Oh. Beruhig dich. Sorry, Sir. Einfach nur blind schießen. Mit genug Munition. Aber hier waren wir doch schon mal, wie gesagt. Ganz ruhig. Es sind auch irgendwelche Ghouls. Ah, das haben wir schon alles gelesen gehabt. Jetzt einfach nur pauschal mal drüber. Hammer Workbencher, da hätten wir sie. Und daneben. Level 19. Level up. Da kommt noch was. Habt ihr es gesehen? Da ist doch irgendwas gelaufen. Ah, nee. Der Radar zeigt uns nichts mehr an. Oh Gott. Brutus. Dann tun wir ihn onlocken. Dann soll er hier mal für Ordnung so sorgen.
Law Enforcer. So, dann gucken wir mal. Haben wir es jetzt cleared? Gecleared. Okay. Hier sind wir durch. War ja einfach. Routine. Gut. Das hätten wir schon mal. Oh, 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 Fliegen! Riesige Fliegen! Oh, Double Kill. Und ein Legendary. Legendary Fliege. Oh, Asset. Asset. Ja, zu General Ward wollten wir jetzt. Da gehen wir jetzt auch zackig hin. Kurz leveln. Nämlich wieder ein Level Up. Wir sind Level 19. Was könnten wir gebrauchen? Also No-Brainer ist auf jeden Fall Schlösser knacken. Master Locks machen wir. Denn für Guts Level 3 brauchen wir Level 25. Dauert noch. Brauchen wir nämlich, um die neue Munition zu entwickeln. Damit wir von den 3-8ern wegkommen. Machen wir. Okay, General Ward ist hier unten. Ja, da gehen wir jetzt hin. Aber das gebe ich. Ist Marker. Bis gleich. So, General Ward, ich hoffe, du hast diesmal wirklich jetzt eine Mission für mich. Nicht wie letztes Mal dieses Palaver hier. Wo ist er denn? Hier ist er. Hello. Sir. With the Vertibird airworthy, we are ready to proceed with the next part of our plan. Establishing our base of operations. Okay. Tell me about my role in this. Upon arrival, you were to assist Sergeant Peterson and myself in investigating the facility. You've proven yourself useful so far. Continue to do so and we'll ensure you are appropriately rewarded. I'm ready. Good. Time to go. Okay, wohin? Okay, es regnet. Und jetzt? Toll. Hätte ich kein schönes Wetter aussuchen können dafür? Sir, is this important? Nein. Never mind, actually. All right. Und du? Sergeant. Good to see you. How are things going? Ask me again when we find out what's happened to command. I gotta go. See you around. Ah, die sind schon drin. Okay. Ein Vertibird, es regnet. Klingt spannend. Let's take a ride. Wow. Wir fliegen. Ich weiß nur nicht wohin, aber irgendwo fliegen wir jetzt hin. Start einer neuen Quest. Okay. Irgendwo fliegen wir jetzt hin. Keiner sagt mir wohin. Super. Immerhin. Funktioniert das Teil? Oh. Da passiert was. Aha. Schon nice in VR. Oh, 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 oh. Gegner. Okay, open fire. Ich hab halt kein Visier. Also ball ich einfach straight dahin. Das ist ein Gude. Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt was treffe. Oh, ein goldener Ghoul. Können wir Watz aktivieren? Nein, können wir nicht. Da hätte ich gerne die Information zum goldenen, zum Glowing Ghoul. Irgendwie treffe ich nicht. Doch. Oh, da unten.
Okay. Wahrscheinlich müsste ich das selber machen. Unendlich Munition, sehr gut. Das ist nach meinem Geschmack. Oh, da kommt ein Haufen. Oh, sorry. Was springst du mir auch vor die Lunte? Da kommt der Glowing. Und ist alle? Wir kommen jetzt hier raus. Lass mich raus, hallo. Also ein zweites Mal. Ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Ich habe es nochmal neu geladen. Ich komme da aus diesem Platz nicht raus. Vielleicht wartet er auf den Trigger, dass alle Gegner gekillt sind. Dies wäre jetzt der Fall. Wir müssen jetzt eigentlich raus können. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ich mich ja nicht frei bewegen kann. Ich bin ja fest. So, meine Überlegung war, ob wir raus teleportieren können. Und? Yes. Können wir. Ein kleiner Workaround. Schade eigentlich, aber wenn das der einzige Weg ist, nehmen wir den gerne in Kauf. Safe natürlich. Und dann sind wir hier auf einer Bohrinsel. Einer fucking Bohrinsel. Wenn wir das in 10 Minuten schaffen? Ich weiß nicht, aber wir gucken auf jeden Fall. Gucken uns mal um. Alles voller Ghule. Und da war ein Putrid Glowing One. Gucken wir mal. Hallo Claire. Open Clairepedia. Ready for variables. Putrid Glowing One. Putrid Glowing Ghoul. Putrid Glowing Zombie. Nutrient Glowing Ghouls are much stronger type for feral ghouls. They are covered in glowing green blisters of radiation and their aura is almost twice as strong. According to my knowledge, this type of feral ghoul is the strongest one. Oh, the strongest one. Habt ihr gehört? Gut, dass wir Minigun hatten. Okay. Den haben wir auf jeden Fall. Feral Ghoul Reaver. Open Clairepedia. Ready for variables. Feral Zombie Reaver. The Feral Ghoul Reavers are type 4 feral ghouls. They usually have pieces of post-war metal armor attached to them. Ja, sieht man. Okay. Dann wollen wir mal. Es ist regnerisch. Ich hasse Regen. Also, was heißt hassen? Hassen ist immer so ein böses Wort. Ich mag keinen Regen. Manchmal ist es angenehm, aber überwiegend mag ich keinen Regen. Regen macht kalt und matschig und bäh. Braucht man nicht gut. Braucht man schon für die Pflanzen. Aber ich brauch's nicht. Und wenn dann die Ghule dann auch noch so vermatscht sind, durch den Regen. Nein, danke. Will ich nicht. Aber hier ist scheinbar alles safe.
Silber. Zahnpasta. Kaffee. Aber jetzt nicht. Eigentlich friedlich. Und alles voller Munition. Ja gut, ist ja auch eine Bohrinsel. Eine Bohrinsel mit einem Panzer. Also eine Militäranlage. Was war das? Da steckt einer fest. Okay. Nevermind, nicht mein Problem. Solange er stecken bleibt, ist mir das recht. Vielleicht wohnt er da auch. Jeder soll's für sich selber entscheiden. Gehen wir mal kurz nach oben. Ich glaube nicht, dass da oben was ist. Aber vielleicht finden wir da Munition. Irgendwelche Gerätschaften. Wie sehen die denn die Raben aus? Das sind keine Raben, das sind... Oh, fuck. Radioaktivi... Hetzmöwen. Ja, sondern nicht jetzt. Radiomöwen. Wir haben ein Ziel. Ein Bobbypin. Hat sich schon gelohnt. Hat sich sowas schon gelohnt, hier zu sein. Irgendwas müssen wir doch hier, glaube ich, erledigen. Gucken wir mal, haben wir irgendwie hier Daten? Find a way into the oil rig. Okay. Das ist doch schon mal was. Ja, unser Kompass zeigt uns auch einen Weg an. Aber wir gehen mal nach Gefühl hier hin. Okay, let's do this. Licht an. Okay, wie halt eine Bohrinsel aussieht. That looks like the command room. Okay. Peterson and I will try and get things running from there. Whoa. There's more to this oil rig than meets the eye. Within the bedrock beneath us should be a production facility and reactor. Find a way into the facility, restore the power, and then return here for further orders. Okay. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh, lockdown in effect. To all personnel, due to the internal deterioration situation, a state of emergency has been declared by Sergeant Douglas until the situation in the labs has been dealt with. Accordingly, the facility has been sealed until all the free clearance codes have been sent from mine, the crews, and Dr. Richmond's terminals. God bless America and God bless the Enclave. Final lock. We are doomed. First contact with Raven Rock abruptly ended. Then came the food shipment stopping, and now this. Those damn eggheads down there ruined us. Those things that they made. They broke out of the containment. Uh-oh. Troops have been already deserted or been overrun by those awful things. I refuse to run. I will stay here and die if I have to, Sergeant Douglas. Previous log. Okay, ein Clearance Code haben wir. Okay. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Kaffee. Immer wieder Kaffee. Munition. Wenn wir es hier mit Ghoulen zu tun haben, könnten wir wieder auf unseren Demon Slayer gehen. Er hat ein bisschen mehr Bums. In Bezug auf Ghoule, die schon hier rumstreifen. Ich höre es ja. Okay, dann wollen wir mal. Oh Gott, mir Gott erschrocken. Über diese fucking Ghoule. Brutus, fast!
Gut, das müssten scheinbar alle gewesen sein. Keine Stimps! Die Claire ist draußen. Stimpak. Stimpak und Red Axe. Oh, bin schon wieder an der Wand. Vorsicht! Hau drauf! Sehr gut. Gute Arbeit. Kantine, okay. Kantine, was helfen wir? Schon lange keine Vaultbox mehr geöffnet. Ah. Leider keine zum Öffnen. Ich weiß auch, ob ich es abgestellt habe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir weiter runter. Da ist eine Tür. Ah, okay, da brauchen wir den Code. 1 von 3 haben wir. Was ist hier? Schreibtisch. Wir brauchen ein Terminal. Weil die Codes in einem Terminal eingespeichert sind. Noch mehr. Kaugummi. Da ist kein Knopf oder so. Nee. Also weitersuchen. Verzweckte Situation hier. Hier ist eine Tür, ne, ist nur Attrappe. Boah. So ist hier die Krankenstation. Was? Klauen? Wem gehört denn das? Wem soll denn das gehören? Ihr gehört das. Nichts geklaut hier. Braucht kein Mensch mehr außer ich. Vor allem Stimpaks. Alles meins. Hier ist uns auch nichts, okay. Ich denke mal, wir kommen der Sache immer näher. Oh Mann. Und sind wir jetzt draußen? Uns mal kurz die Karte an. Na, sehen tun wir nichts. Into the underground facility. Weiß nicht, müssen wir raus wieder? Ist vielleicht hier noch irgendwas? Ja. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier. Mir gefällt die Gegend gar nicht. Möchte aber trotzdem alles Wichtige einsammeln. Oh, ich steck fest. Das war ein bisschen blöd von mir. Wer springt auch zwischen die Sprossen? Come on, das war auch dumm von mir. Aber gut, ich komme raus. Das sieht interessant aus. Oh, Radioaktivität. Alles in Alarmbereitschaft. Die Tür können wir nicht öffnen. Noch nicht zumindest.
Wir gehen ein Stockwerk tiefer. Ein Käfig. Weg da. Wow! Was ist hier gemacht worden? Das ist aber, glaub, noch nicht... Tierkäfig. Futternapf. Okay. Das wird immer obskurer hier. Ein Computer, endlich. Dr. Richmond's Terminal, okay. Final log. I don't know what's going on. I just heard a window shatter and screaming. I've been locked myself in and I think I'm hearing gunfire now. Oh god, something's trying to knock down my door. Okay. Clearance 2 von 3. Hier Munition. Oh Gott. Das gefällt mir gar nicht. Legendary Enemy. Komm, Faskos. Easy. Und ein Legendary. Increase size of speed while picking. Oh, das ist cool. Okay. Kabinen sind auch leer. Hier wollten wir noch kurz. Fertig schon. Plasma Cartridge. Okay. Dr. Richmond. Okay, jetzt 2 von 3 haben wir jetzt. Aber hier ist jetzt auch Ende. Ich schätze mal, mehr ist hier auch nicht. Beobachtungsschächte, die wurden alle beobachtet. Patienten. Okay. Den Computer brauchen wir noch, aber hier werde ich ihn wahrscheinlich nicht finden. Technical Documents. Ah, toll. Ich dachte, das wäre irgendwas Wichtiges. Die Zeit haben wir nicht mehr. Aber vielleicht finde ich noch. Da kriege ich da eine. Ja, da fehlt nur noch eins. Ein Door noch übrig. Das sich hier irgendwo versteckt. Hier nicht, das ist ein Dead End. Es müsste doch da draußen sein. Gucken, ob wir da irgendwie reinkommen, beziehungsweise rauskommen. Nein, ich dachte hier die Tür, aber nein. Boah, ist das so alles so verwinkelt. Können wir hier rüber? Ja. Und da können wir rein. Nein. Aber hier? Yes. Ein Berührraum. Aber nichts. Nichts von Interesse. Warum kann man dann da rein? Das verstehe ich nicht. Ja. Einen brauchen wir noch. Okay, das müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal herausfinden. Wir haben 2 grüne Lämpchen und 1 rot. Das heißt, 1 fehlt uns noch und dann können wir durch die Tür. Und dann bin ich gespannt, was kommt. Scheint auf jeden Fall eine interessante Quest zu sein. Wahrscheinlich von der Mod sein. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ja. Müssen wir nur noch das 3. finden. Ab zur Outmod. Wir sind auf einer Bohrinsel voll mit Ghulen. Immerhin Ghule. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, was Schlimmeres. Raider oder Mallrats oder Todeskrallen.
Deathclaw. Deathclaw, ja. Zum Glück sind es nur Ghule. Die kriegen wir hin, vor allem mit den neuen Waffen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt nur noch dieses letzte dritte Schloss. Und dann geht's durch die ominöse Tür. Ich weiß nicht, was dahinter passiert. Aber was soll schon bei einer Bohrinsel passieren? Wir können gespannt bleiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Euer Null Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.